Heute zeige ich euch, wie die Dusche im Good Life Vans funktioniert. Wir haben hier einen Saugnapf. Der Saugnapf, ihr müsst die Fläche kurz reinigen, drückt das hier dagegen, drückt die Luft seitlich raus. Habt hier einen Saugnapf. Ihr könnt natürlich diesen Saugnapf auch unter der Heckklappe befestigen. Und ihr habt hier das Gegenstück dazu. Es wird im 90-Grad-Winkel oder hier so schräg angesetzt. Dann dreht ihr das und damit ist das Ganze fixiert. Und wir haben hier in unserem Wasserfach haben wir drei Tanks, zwei Frischwassertanks, einen Abwassertank und haben hier optional die Außendusche erhältlich. Ihr könnt hier den Schlauch durchlegen und dann kann man hier einfach den Schlauch einhängen und ausgelöst wird das Ganze über den Wasserhahn. Das heißt, wenn ihr den Wasserhahn in der niedrigsten Stufe anmacht, dann wird die Pumpe aktiviert. Aber es kommt hier kein Wasser raus, sondern es zweigt hier ab zur Dusche. Ich zeige euch das mal. Es läuft die Dusche und ihr habt hier bei dem Duschkopf habt ihr zwei Einstellungen. Ihr könnt einfach mal drücken, dann spritzt es. Oder ihr könnt auf Dauerbetrieb machen, dann könnt ihr euch hier abduschen. Ist auch ideal geeignet, um dann eventuell den ein oder anderen Abwasch zu machen hier draußen oder wenn ihr einen Hund dabei habt. Und er kann das Ganze natürlich auch frei bewegen. Wie gesagt, die Halterung kann man genauso gut unter der Heckklappe befestigen. Und ihr müsst euch auch keine Sorgen machen. Ihr hört jetzt, die Dusche ist ausgeschaltet, die Pumpe läuft weiter. Die Pumpe ist so ausgelegt, dass ich 30 Minuten lang quasi laufen kann, selbst wenn kein Wasser entzogen wird. Also da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ja, das Ganze ist auch schnell wieder abgebaut. Ihr dreht das Ganze. Naja, ihr könnt diesen Saugnapf dran lassen, wenn ihr wollt. Ich glaube, unter der Heckklappe ist es überhaupt kein Problem. Draußen würde ich ihn eventuell entfernen. Und da muss man dann eventuell hier ein bisschen hin und her rütteln, so lange, bis es abgeht. Ich lasse es jetzt einfach mal dran. Das Ding hält nämlich bombenfest und habe so immer meine Außendusche befestigt.